Willkommen zurück zu Jurassic Park The Game. Der Raptor ist da und diesmal werde ich es hoffentlich nicht versauen. Oh Gott, wir müssen wieder aufpassen. Denn die Raptoren können Türen öffnen. Hau ab. Und haben sich jetzt in das Gebäude reingeschlichen und wir müssen natürlich wieder drumrum schleichen, so gut es geht. Ja, toll. Gut, wenn ich sie nicht aufkriege, schaffen die es auch nicht. Das stimmt. Die Viecher müssen mich echt nicht noch besser sehen. Okay, dann kannst du das ausmachen. Das nenne ich ein gutes Versteck. Tolles, gutes Versteck. Die müssten einen doch längst riechen, oder nicht? Die haben doch noch irgendwie 100-mal stärkere Sinne als ein Hund. Also, wenn nicht sogar noch mehr. Also das glaube ich eigentlich nicht, dass das geht. Man ist auch immer, glaube ich, zu laut. Kommen. Ja, genau, die schnüffeln ein. Die hören ein. Dreckiges Stück. Idiot! Wissen Sie, was Sie getan haben? Hey! Sie haben wohl nicht bemerkt, dass der Weg hierher kein Spaziergang war. Sie haben sie verloren, sie finden sie wieder. Immer mit der Ruhe. Der T-Rex ist noch da draußen. Oh Gott. Na toll. Warum warten die denn jetzt nicht einfach, bis der T-Rex da weggeht? Gehen sie zurück und finden sie sie. Wie konnten sie sie nur fallen lassen? Gehen sie zurück und finden sie sie. Gut, wir wissen, wo sie ist. Holen Sie sie! Ich warte lieber, bis unser Freund da ein neues Kauspielzeug gefunden hat. So viel Zeit haben wir nicht. Wenn die Embryos sterben, sind sie wertlos. Die Embryos sind wertlos für mich, wenn eine verdammte Echse mich frisst. Wie konnten sie sie nur fallen? Na gut, dann hole ich sie eben selbst. Manns genug sind, die Embryos zu holen, mache ich selbst. Ja, aber Moment. Wieso sterben? Der Deal war, dass ich die Embryos behalte, bis wir ihren Kontakt treffen. Ich weiß, aber sie haben sie fallen gelassen. Tja, passiert. Wenn sie mir jetzt mit Logik kommen. Dann los, aber schnell! Diese Vorwürfe machen bringt ja nun auch nichts die ganze Zeit. Und jetzt muss er sie holen während der Frist, anstatt kurz zu warten. Also der wird ja da auch irgendwann mal weggehen, oder? Reiß dich zusammen. Mach langsam und lass dich nicht töten. Verdammt. Oh. Reiß dich zusammen. Es ist so schwer, den richtigen Moment abzupassen. Ich schwör's euch. Wenn man erstmal in so einem Rhythmus drinne ist. Okay, aber man muss schon ein bisschen länger warten. Also bis es wirklich zu Ende ist, der Kreis. Und man hat immer so das Bedürfnis, vorher zu drücken. Ups. Ja, ja. Ist okay, ich nehme auch Bronze. Hauptsache, ich überlebe. Hey, Süße. Was macht ein nettes Mädchen wie du an so einem Ort? Halt doch mal die Klappe. Nicht reden, ey. Hab sie! Tür aufmachen! Tür aufmachen! Ernsthaft? Ich hab sie! Carl Lewis kann sich gerne ein paar Trainingstipps von mir holen. Okay, super. Gar nicht mal so übel. Doch, hey, Bronze ist nicht danke. Toll. Macht fast wieder gut, dass Sie sie verloren haben. Unser Freund der Raptor schnüffelt. Niemand kann so leise auf so ein Metallgitter gehen.
Da macht man doch irgendein Geräusch. Durch die Schuhe oder durchs Knie. Keine Ahnung, da kommt man doch gegen. Gut, wenn man sich unter Adrenalin ganz, ganz doll anstrengt. Vielleicht ist man dann auch viel leiser, als ich jetzt denke, aber trotzdem. Stopp! Was? Ich habe Augen gesehen. War nur eine Ratte oder so. Gehen wir weiter. Nein, ich habe ähnliche Augen gesehen, bevor ich gebissen wurde. Das tue ich mir nicht nochmal an. Große, leuchtende Augen? Sie haben sie auch gesehen? Nicht hier, aber ja. Geh weiter. Raus hier. Okay, manchmal reicht es, auch wenn es nicht ganz in der Mitte ist, sehr schwer da hinzukommen. Na los, wir müssen weiter. Niemals. Erst wenn ich sehe, wo ich hingehe. Oh, um Gottes. Okay, wir können hier nicht raus, weil unser Freund Rexy auf uns wartet. Aber vielleicht kriegen wir das Licht an. Scheint so, als würden diese Dinger lieber im Schatten bleiben. Mhm. Können wir hier noch mehr angucken als das da? Drück das. Ist vielleicht irgendwelches IT-Netzwerkzeug. Sieht zu zerbrechlich aus für eine Stromschalttafel. Okay, vielleicht guckst du das überhaupt erstmal an. Wir haben Glück. Das hier sieht wie eine Schalltafel aus. Und da switcht einfach mal meine Freundin in die Aufnahme. Na? Worauf warten Sie dann? Auf nichts. Ist nur ein anderes Modell als die, die ich kenne. Sie wissen also nicht weiter? Zum Schließen drücken. Was schließen? Tja, ich habe versucht, richtig zu raten. Okay, was ist das da? Was ist mit dem Ding da vorne? Vielleicht muss man es erst vorbereiten, bevor man es einschaltet, wie eine Ölpumpe oder so. Nichts für ungut. Aber dieses elektrische System ist wahrscheinlich viel komplexer als alle, die Sie kennen. Ich mach das schon. Ja, dann mach mal. Warum lassen Sie nicht einfach die Anleitung? Sie ist doch direkt da. Ganz ruhig. Das ist nur ein aufgemotzter Sicherungskasten. Aber er will auch nicht irgendwie ihr Recht geben. Okay, ich hab's jetzt. Schließen Sie die Augen, denn gleich verlieren Sie Ihre... Nachtsicht. Hier drüben, Jess, alles okay. Das Notstromaggregat konnte ja nicht ewig halten. Schon gut. Nein, daran liegt's nicht. Wir hätten tagelang damit auskommen müssen. Woher soll ich denn wissen, dass Öffnen eigentlich alles Ausschalten heißt? Das ist doch der totale Widerspruch. Oh nein. Sie hätten nur die Anleitungen lassen müssen. Warum schreien Sie nicht raus? Er kann das doch wieder anschalten, oder nicht? Der Insel ist ein Dino, der Sie noch nicht gehört hat. Meine Güte. Wie auch immer. Gibt's kein Schließen? Gibt's kein Schließen? Ich schließe den Scheiß sofort. Es stimmt! Wer ist jetzt? Oh. Oh, bitte nicht. Hier ist R.D. Bridges, direkt aus der einzigen inoffiziellen Radiostation im Jurassic Park. Nur eine kleine Erinnerung, bevor wir dicht machen, Parklinge. Wer um 7 nicht am Schiff ist, kommt auch nicht mit. Hier noch ein kleiner Song für die Letzten da draußen, die noch packen. Eins meiner Lieblingsstücke. Verdammt, wir sehen uns. Er ist doch nicht mehr hier, oder? Nein. So wie es sich anhört, hat er das letzte Band eingelegt und ist abgehauen. Das wird jetzt lustig. Hier ein kleiner Song, der Sie für die Überfahrt bereit macht. Oh, oh nein! Gott. Ernsthaft? Verdammt!
Was glaubst du, wo du hingehst? Mano! Mehr als es machen kann ich nie. Und die Musik dabei. Das ist schön. Verdammt! Na? Was glaubst du, oh Mann, ich hasse das Drehen! Ihr wisst, dass ich das hasse. Verdammt! Yeah! Wow. Ich muss einfach nur ein bisschen bewusster drehen, glaube ich. Ardy, die Show ist vorbei. So richtig drehen, nicht nur so ein bisschen, dann funktioniert es einfach nicht. Jetzt bin ich Fan. Macht das die Sache mit dem Lysin wieder gut? Nicht übertreiben. Verdammt, Oscar. Hast du gerade so ein Vieh mit bloßen Händen erledigt? Ja, Mann. Warum bist du hier? Na, aufgewacht? Dornhäuschen ist also aufgewacht. Musstest du sie küssen? Ich bin von allein aufgewacht, danke. Oder? Sie waren doch die ganze Zeit auf dem Baum da. Natürlich. Glauben Sie mir, wenn ich Sie küsse, erinnern Sie sich dran. Das wird niemals passieren. Ach, sagen Sie sowas nicht. Wer steht da auf Sie oder was? Warum bist du hier? Du solltest doch an der Absturzstelle bleiben. Ja, aber dann war da der wütende T-Rex, also mussten wir den Plan ändern. Oder sollte ich ihn mit dem Messer angreifen? Wir mussten den Plan ändern. Richtig. Ich habe das Rätsel um die Rasierschaumdose gelöst. Unser Sonnenschein hier wollte Dino-Embryos von der Insel schmuggeln. Was? Embryos? Sieh, ich kenne diesen Blick. Das glaube ich nicht. Sie sind nicht gut genug, um so ein Ding durchzuziehen. Sie weiß, was sie tut, Oscar. Das hast du auch über die kochende Kellnerin in Bogotá gesagt. Das war nicht ihre Schuld. Das waren Salmonellen. Sie sind echt. Mein Kunde hatte einen Mann namens Nedri da drin. Der kam aber nicht, also schickten sie mich, um die Embryos zu finden. Ich bin der Notfallplan. Also, deckt sich mit meinen Infos. Sie suchen diesen Nedri in ganz San Jose. Dachten, er war auf dem letzten Schiff. Die Suche kann aufhören. Er ist Dino-Futter. Ich kenne diesen Blick. Ich nehme an, du hast einen Plan. Naja, den richtigen Leuten sind diese Dinger eine Menge Geld wert. Ich meine, eine Menge. Wirst du es tun? Und du machst da mit? Hey, ich mach gar nichts ohne dein Einverständnis. Komm schon, Oscar. InGen kümmert sich einen Dreck um uns. Guck dir an, was mit Team B passiert ist. Mit Decaf. Ihre Familien bekommen einen lausigen Scheck, ein Redeverbot und sonst nichts. Ich lasse sie nicht zurück, Heuchlerin. Sie sind ziemlich selbstgerecht für eine Diebin. Ich wäre keine Diebin, wenn sie diese Insel nicht von meinen Leuten gestohlen hätten. Ich habe gar nichts gestohlen. Die kostarikanische Regierung vermietet die Insel an InGen. Und Sie haben nur die Schmutzarbeit erledigt, was? Ich habe nur meinen Job gemacht. So wie jetzt auch. Wirklich? Und wie viele Menschen wollen Sie heute töten? Halten Sie die Klappe. Oder ich fange mit Ihnen an. Oh, kein Stress. Spart euch das für die Dinos. Ich lasse Sie nicht zurück. Muss ich dich daran erinnern, dass uns die Zeit wegläuft? Wir schaffen es nie, diese Leute zu retten und Dienstboten zu spielen, bevor hier Ground Zero ist. Was meinen Sie mit Ground Zero? Nichts. Es könnte klappen, Oscar. Wir müssen sowieso einen neuen Helikopter ordern. Also bringt einer von uns die Leute zurück ans Festland und einer bringt sie zu ihrem Kontakt. Und dieser eine wärst dann wohl du. Sagt InGen einfach, dass ich tot bin, so wie der Rest der hergeschickten Jungs auch. Wir treffen uns dann später, um die Kohle aufzuteilen. Ich vertraue dir, aber ihr nicht. Ich überleg's mir. Bin dabei. Niemals. Ich glaub nicht, Billy. InGen gibt uns echt viel Arbeit. Bin mir nicht sicher, ob ich den Geldhahn zudrehen will. Das verstehe ich. Aber mit der Kohle bräuchten wir nie wieder zu arbeiten. Du musst dich ja nicht sofort entscheiden. Hast noch genug Zeit, bevor wir den anderen Helikopter rufen. Okay, jetzt raus hier.
Und zwar ruhig und langsam. Ich glaube, wenn man sich gegenseitig töten wollte, dann ist es auch nicht so einfach, dann einen Deal einzugehen. Fangen wir nicht schon wieder damit an. Ich respektiere Ihre Meinung, Jerry. Aber es überrascht mich ein wenig, wie egal Ihnen die Tiere sind. Sie sind mir nicht egal, Laura. Es ist nur so, dass Ihre Entscheidung so viele unbeabsichtigte Konsequenzen mit sich bringt. Auch wieder bei Unter. Muss ich erstmal eine rauchen. Wir müssen überwachen, was außerhalb des Parks passiert. Ja, es ist nur eine Kippe runtergefallen. Das ist jetzt nicht schlimm. Ja! Geil, endlich eine anzünden. Oh oh. Dad, no! Jess, was ist los? Was ist passiert? Raptoren. Raptoren am Start. Ach so, er macht jetzt einen auf Big Daddy. Ich halte das nicht alle durch! Dann. Schlüssel! Ja. Zurück! Nein! Hier lang! Bleib bei mir! Ja. Willst du mich wirklich angreifen? Dein letzter Freund hatte nicht so viel Glück. Killer Machine. Was zum... Verblüffend. Ich habe sie noch nie so ängstlich gesehen. Du schlägst dich wirklich gut, Jess. Ich bin stolz auf dich. Ich hab wow. Danke, Dad. Gold geschafft. Yeah. Das war super. Kein Problem. Mit blutigen Händen. Pat, pat, pat. Lass den Mann zu Atem kommen. Yoda! Yoda ist Sie auch leben. Immer echt der Name. Überrascht mich, dass ihr 5 Minuten ohne Oscar und mich überstanden habt. Vielen Dank. Schon gut. Ist das Blut? Wir haben sie überlebt. Also, Yoda, wie sind Sie nicht gestorben, als der Helikopter abgestürzt ist? Tja, Oscar und ich sind vor dem Aufprall selbst rausgekommen, aber Nima braucht etwas Hilfe. Stimmt's, Oscar? Oscar ist cool. Ich bin einfach froh, dass niemandem was passiert ist. Oh mein Gott, Sie bluten. Alles okay? Keine Sorge. Das ist nicht meins. Sie haben einen getötet? Mit einem Messer? Das ist so cool. Hey, ich bin einem T-Rex entkommen. Keine große Sache. Nur ein normaler Kampf. Yeah, Raptor-Tattoo. Wo sind diese Tangen? Raptor-Tattoo. Lassen Sie sich jetzt einen Raptor tätowieren? Ich würd's machen. Keine schlechte Idee. Mir machen Sie nichts vor. Wie bitte? Lassen Sie sich ruhig als Held feiern, aber wir beide wissen, was Sie wirklich sind. Sie haben recht. Das tun wir. Na, hey, Doktor? Wir haben ein Problem. Glaub auch. Wir haben immer Probleme. Was ist los? Was ist los, Laura? Erst die flackernden Lichter, jetzt der Dampf. Irgendwas stimmt nicht mit dem geothermischen Kraftwerk der Insel. Ist doch nicht unser Problem. Wenn das Kraftwerk explodiert, dann schon. So schlimm? Ich habe gelesen, dass das System sich selbst herunterfährt, wenn etwas mit dem Dampfdruck nicht stimmt. Da es noch funktioniert, steigt der Druck wohl unkontrolliert. Das Kraftwerk wird wie ein Ballon platzen und die halbe Insel mitreißen. Ach so, warum zum Kraftwerk? Wie kommen wir da hin? Sind Sie sicher, dass es das Kraftwerk ist? Das sehe ich am Dampf, Jerry. Der Strom könnte aus vielen Gründen ausfallen, aber der Dampf kommt direkt aus dem Kraftwerk. Okay, ich dachte, dort wären wir sicher. Kommen wir von hier aus zum Kraftwerk? Ich weiß echt nicht, wo wir sind. Ja, ich war hier schon mal, da geht's lang. Wir müssen wirklich los. Okay, ich dachte, dort nehmen wir mit dem Kraftwerk.
Wie können wir die Explosion im Kraftwerk verhindern? Wir müssen schnellstmöglich was tun. Aber was genau, weiß ich erst, wenn wir da sind. Keine Zeit. Verabschieden Sie sich von den Sauriern, Doc. Die Fossilien können Sie später ausgraben. Wenn das Kraftwerk explodiert, sind wir auch tot. Es sei denn, Sie haben einen zweiten Helikopter, der startbereit ist. Oh, das wird ja immer besser und besser. Hören Sie, zeigen Sie mir den Gang, der zum Kraftwerk führt. Ich laufe vor und sorge dafür, dass keine Dinosaurier auf uns warten, wenn wir dort ankommen. Yeah. Kann ich mit? Bruder. Ich helfe auch. Du bleibst hier, wo ich dich sehen kann. Hey, ich hab dich gerettet. Außerdem fürchten die Dinger ihn. Du bist weggelaufen, Jess. Oskar nimmt dich gerne mit, oder? Oskar? Ich bin auch einem T-Rex entkommen. Ich bin froh, dass sie noch leben. Sie sind einem T-Rex entkommen, Yoda? Aber sicher. Weißt du, nicht jeder ist so gut trainiert, ganz zu schweigen von der nötigen Geschwindigkeit. Nicht wahr? Das dachte ich auch, als ich ihm gestern entwischt bin. Als der Helikopter im Dschungel abgestürzt ist, dachte ich echt, sie wären alle tot. Uns geht's gut. Hey, die ganze Geiselnahme vorhin, tut mir echt leid. Ich wollte mich selbst schützen. Die Söldner und ich, wir haben alles geklärt. Geklärt? Wie? Nicht so wichtig. Alles ist erstmal gut. Sind Sie jetzt Freunde? Ist doch super. Jetzt sind also alle Freunde? So würde ich das nicht sagen. Niemals! Haben Sie etwa Hunger? Sagen wir es so. Wir haben entschieden, zusammenzuarbeiten. Hey, Oskar ist zurück. Was hast du rausgefunden, Kumpel? Der Gang ist frei, aber die Tür zum Kraftwerk ist verschlossen. Ist das nicht praktisch? Hat jemand einen Schlüssel? Ich fürchte nicht. Zigarette? Ich dachte, ich hätte welche, aber... Jess? Hast du was zu sagen? Tut mir leid, ich wollte sie mir nur ausleihen, aber dann kam ein Dinosaurier und ich habe sie nach ihm geworfen und er hat sie gefressen. Jessica Marie Harding, erst wirst du im Einkaufszentrum beim Klauen eines T-Shirts erwischt. Dann klaust du ein Fernglas aus dem Park und lügst mich darüber auch noch offen an. Und jetzt Loras Zigaretten. Wir haben die Raptoren am Hals, weil du eine rauchen wolltest? Ja, Mom raucht. Ich wollte mich nur beruhigen. Dinosaurier, hier. Wir werden im nächsten Part Antworten von Jurassic Park The Game, Leute. Bis dann.